Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Europa Universalis 4 Teil 63. Wollte im letzten Teil gerne Carinthia angreifen, um hier Frankreich endgültig in zwei Teile zu zerschneiden, wo sie nicht durch können. Aber Frankreich ist Verteidiger des Glaubens für die Sunni-Moslems und damit, wenn immer ich jetzt eine Sunni-Nation angreife, also Schiitisch haben wir ja gar nicht in meinem Spiel hier, dann wird Frankreich als Verteidiger und damit beitreten. Das ist ein bisschen doof. Ich habe gerade keine Lust, mich mit Frankreich anzulegen. Vielleicht würde ich sogar gewinnen. Mir ist nur gerade eingefallen, ich könnte ja, was ich mal netterweise machen könnte, hier schon mal einen Anspruch drauf fabrizieren. Falls ich direkt mit Frankreich wieder Krieg führen, könnte ich auch hier was von Frankreich nehmen und dann wäre das auch durchgeschnitten. Und Trevis gefällt mir ein bisschen besser, wenn man damit Venedig auch noch im Sack hat. Lass mal die Zeit laufen. Hey, Mali sieht uns nicht mehr als Rivalen an. Ach so, ist auch nicht mehr valide. Sind wir zu doll gewachsen? Ist Mali zu doll gewachsen? Ich will nicht mein Land sehen. Ja, die Arifiz und Frankreich, das sind doch die beiden Supermächte neben mir. Wie dürfte ich denn noch? Die Cherokee und Volga Bulgarien. Eine Cherokee? Spricht man das aus? Die sind mit Inka verbündet. Die Inka sind meine Verbündeten. Dann werde ich mich hüten, die zu Rivalen zu machen. Also, die wollen 15% der Trade Power wollen jetzt schon haben. Oh. Hm, ich habe keinen Diplomaten frei. Wo sind meine Diplomaten? Das kostet mich jetzt richtig Geld. Ich komm zurück. Wir brauchen nicht. Ich will das Handelsembargo gegen Mali abbrechen. Das kostet mich jetzt Geld, weil die nicht mehr Rivalen sind. Und überhaupt ist auch nicht gut für die Beziehung. So, der ist jetzt auf dem Rückweg von Indien aus. Das dauert ein Weilchen. Smugglers Running Rampant. Oh, stoppen ist teuer. Kostet mich langfristig. Das hier kostet Stabilität, wenn ich sie jetzt mit Gewalt stoppe. Was mich daran stört, ist, mein Herrscher ist sehr alt. Der stirbt wahrscheinlich noch in diesem Teil, vermute ich. Und sein Nachfolger, der ist nicht viel jünger. Also ich werde da zweimal relativ kurz in der Stabilitätsverluste einstecken müssen. Deswegen verzichte ich lieber auf die Dukaten. Achso, der ist wieder da. Enemy of Enemy. Ach, die Arifids sind auch ihr Rivale. Aber auch die Inka, mit denen kann ich gut. So, mit denen kann ich jetzt mal die Beziehung aufmupfen. Ja, also wenn ich hier bei Frankreich auf eine Chance laufen muss, dann spiele ich ein bisschen entspannter. Ups. Oh Mann. Ja, da kolonisieren wir. Ich überlege auch noch meine Frusteroberung der afrikanischen Küste zu machen. Was? Neufundland, unsere Kolonie, hat Französisch-Kanada den Krieg erklärt. Das dürfen die ohne uns zu fragen? Ja.
können Separatkriege führen. Offenbar. Okay, freut mich, dass ihr so selbstständig seid, Jungs. Oder auch nicht, ich bin mir nicht sicher, ob ich mich freuen soll. Ah ja. Ja, er ist gestorben, unser Imperator, wie hieß er denn? Vistan der Erste ist gestorben. Harold der Erste ist jetzt neu. Ja, gute Stats. Und er hat schon einen Nachfolger, 313. Nicht so doll, aber geht noch, da hatten wir schon Schlechteres. Das würde ich mal mittelmäßig nennen. Eokinbears. Ja, und da ist natürlich Stabilität eben geplumpst. Und wir können in Handel da investieren. Da sind wir auch noch ein Stück. Was kriegen wir da? Handelsreichweite erhöhen. Boah. Boah, ich nehme die mal. Merchant Adventures allows us to make use of the numerous traders lusting for fame and fortune, eager to offer the services for a chance to search and explore new trade routes. Routes heißt das genau. Ja. Das Stabilität boost ich sofort. Nee, kann ich gar nicht. Wieso nicht? Oh, nicht mit den Punkten. Ist doch noch nicht so drin. Ah, oh, Royal Marriage, das muss ich neu machen. Ich wollte mal gucken, wie alt ist er denn jetzt? 62, mit 62 auf den Thron gekommen. Ja, klasse. Nachfolger 38 Jahre alt. Hm, haben wir gerade keinen Fokus. Was mit Abyssinien? Ich glaube, da war ich im Ruf verbessern, damit die offenen Hochzeiten eingehen. Nicht unter Dynastie, ach doch da. Was ist das echt für ein Staat? Ah, Austonie hier, Marihan. Ach Gott, das habe ich auch noch als Mission, Carinthia. Ah, das kann ich mal abstellen hier. So, kostet administrative Punkte. Können wir auch wieder anmachen jederzeit. Ab und zu mal checken. Achso, wir haben keine Diplomaten gerade. Sieht man, dass irgendwas die Verteidiger des Glaubens sind? Ja, das sehe ich. Ich sehe das halt nur für die eigene Religion. Lustig, wenn das Frankreich mit seinen eigenen Kolonien Beziehungen verbessern muss. Das sind ja ganz schön viele inzwischen. Ein Armeereformer ist gestorben. Armer Ivan. Eigentlich kaum gekannt. Ohne eigene Verluste. Ich hoffe, wenn das kolonisiert wird, dass sich hier das automatisch aufgedeckt wird. Ich weiß immer noch nicht, was die Truppe hier von Frankreich macht. Die ist irgendwie gestrandet. Westsibirien da oben, das ist nicht besiedelbar. Ich bin schon überrascht, dass das hier geht. Ja, erstaunlich, aber es sieht's. Haben tatsächlich von Südaria ein Stück erobert, haben sie wirklich eine gute Gelegenheit genutzt. Südaria, Ariana, glaube. Ja, ich glaube, ich baue noch ein paar Galeeren.
Warte, bei dem war die nächste technische Verbesserung fällig, ne? Ne, dann nicht. Und ein paar leichte Schiffe, denke ich. Das können wir auch bei unseren großartigen Werften hier an der Ostseeküste machen, die wir mal erobert haben. Die schwere Fregatte, das leichte Schiff. Bauen wir eine kleine Flotte hier zusammen. Ja, noch ein Zweidecker. Ist die Bauzeit von denen? War die schon immer so lang? Nee, das war doch hier mit Shipyard vorher nur ein Jahr, glaube ich. Ja, ist ein stolzes, großes Schiff. Achso, ja, Regimenter bauen, das sollte ich auch wieder machen. Und jetzt war ja der Witz, hier ist irgendwie so ein totales Artillerieübergewicht. Ja, nicht total, aber war viel zu viel. Sonst nochmals die, hier baue ich noch hauptsächlich Infanterie. Und natürlich das gegenteilige Problem. Irgendwo müssen die ja sein. Ja. Ich bin beschäftigt mit Schiffe bauen. Logisch. Was braucht ihr? Ein bisschen Infanterie noch drauf. Oh, hier ist ordentlich Luft. Bargo hier noch mit der was ist eigentlich Venedig, was ist das da? Das Protektorat von Frankreich. Hm. Unser Admiral ist gestorben. Jetzt steht er an der Grenze rum. Das gefällt mir nicht. Ich könnte Bali vielleicht annektieren, aber ich habe hier nur 2000 Mann. Es gibt natürlich Unruhen dann. Könnte ich von den Kokosinseln natürlich rüber schaffen? Ja. Ist es das wert, ist die Frage. Ja. Ich spiele mal ganz entspannt, Spielziel ist einfach mal das Jahr 1700 erreichen. Eisen in so einer Kolonie, ja. Es war die Hoffnung, dass es da zwar schweinekalt ist, aber dass es trotzdem ein paar gute Ressourcen gibt. Ah, es gibt wieder einen italienischen Ingenieur. Hier steht, das war von 1450 bis 1600. Das ist eigentlich vorbei. Nur Militärmacht für Dukaten. Klar. Ist doch nicht zu voll da oben.
Gut, dann muss ich mal splitten. Was machen die karpatischen Schiffe hier? Ach, die haben da noch bessere Raben. Ich dachte, bessere Raben, das haben wir uns nie geholt. Ich strategisch voll wichtig. Ja. Regimentern. Und auch ganz viel Infanterie. Übrigens die hohe Autonomie, ich habe ja noch mal ein bisschen gelesen. Also, anscheinend sieht er so an, dass er das hier noch mit als Europa zählt. Ich weiß nicht, ob er das immer als Europa zählt oder ob er es als Europa und Asien zugleich zählt. So als Kompromiss. Geografisch ist es natürlich Asien hier. Genau, hier ist die Grenze. Und was halt fehlt, ist eine direkte Landverbindung dieser Kolonien, dieser Provinzen zu meiner Hauptstadt. Jetzt könnte ich selber versuchen, Kräuter durchzustoßen. Dann ist mir natürlich Kroatien auch ein bisschen im Weg. Also ewig hält meine Liebe zu dem vielleicht nicht an. Oder ich verlege die Hauptstadt hier vielleicht nach Konstantinopel. Hm? Würde man Reich insgesamt etwas effektiver machen? Also... Irgendwie auch angreifbar, ne? So zwischen Arbeit und Frankreich. Ah, ich glaube, so wichtig ist nicht. Obwohl, wenn ich es schaffen sollte, das hier anzubinden, den Teil, dann reden wir nochmal drüber. Ich glaube, ich brauche noch einen Schwung. Kann in die Idee investieren. Global Trade Power plus 20%. Das ist jetzt nochmal der große, den wir gern haben wollten. Plus 30%. Und der ist jetzt wirklich gut. Das ist die Ideengruppe voll und ein permanenter Casus Belli gegen unterlegene Nationen in Afrika. Ist auch nicht schlecht. Ah, ich mach das. Competitive merchants. To bring trade home, we must be able to beat the competition from other countries. We need to ensure that our legal system gives them every possible edge. Nein, ihr kriegt nicht 10% meiner Trade Power. Warum sollte ich das tun? Oh, da stehen noch Schiffe vergessen rum. Das sind jetzt Generationenschiffe. Ich kann auch noch ein paar Infanterieeinheiten dazu. Ah ja, das ist sehr rich and weak and we are distant to exploit them for their own good. Also Casus Belli gegen diverse Nationen. Ist da mal Linie nicht bei? Und hier habe ich jetzt eigentlich gedacht. Komischer Musiksprung. Es wird ab und zu prüfen, gilt das immer noch, dass Frankreich Verteidiger des Glaubens ist. Ja, Frankreich würde immer noch zu Hilfe kommen. Ah, 568.000. Ah, weit über dem Force Limit. Also, ich habe 12 Söldnereinheiten. Muss ich gleich mal gucken, das war mir völlig entfallen. Ah, die bauen noch. Söldnereinheiten, wo könnten die denn sein?
Gut, ich muss gerade sammeln. Bin gespannt, wann das Spiel keine Schiffsnamen mehr hat. Stade, Lüneburg, Kolberg. Oh, und dann hat er noch. Ich lasse meine schweren Schiffe. Achso, die habe ich hier schon bereitstehen gehabt. Ich dachte, wir könnten da einen Krieg gegen die Karpaten in Carinthia angreifen. Also, alle Sonnennationen sind kein gutes Kriegsthema. Native Assimilation im Biker. Also. Geht das ein bisschen schneller? Angeblich meint er, bringt die Baltische See so viel. Bin skeptisch. Die führen echt Krieg untereinander, ohne dass die Mutternation eingreifen. Plus 23. Trois Rivières, Three Rivers wollen sie erobern. Ja, kann man auch schön zerschneiden, das Land. Oh, jetzt sind wir mit reingezogen worden. Because of our superior strengths and unmatched leadership, we assumed leadership in the war against France, French Canada. From on, we will handle all negotiations. Ah! Macht ihr auch so einen Scheiß? Oh, shit. Hauptsächlich Transport, aber den Franzosen. Achso, einen neuen Admiral kann ich mal gebrauchen. Arni Ingibjörg. Mal zu, ob du da noch was ausrichten kannst. Call to Arms. Krieg startet vor mehr als 30 Monaten. Dann machen die das nicht. Aha. Komische Regel.
Oh. Können wir die einholen? Nee. Die vielleicht mit unterlegenen Zahlen, aber... Oh Mann. Hängt auf der 17. Armee rum, was ist das? Also General Lukas. Kapstadt besetzen. Wir werden wahrscheinlich von den Australiern angegriffen. Gerade Verstärkung. Ja, ist irgendwas Positives, jetzt wissen wir nicht, wo die sind. Die sind auch nicht mal vernünftig weggekommen hier. Disziplin machen wir wieder an. Okay, Army Morale Speed. Jährliche Armee-Tradition Landleader, ja, das nehmen wir mal. Wir müssen die Einheiten da mal holen. Thank you.
Ich sollte, hätte ich doch mal Mallorca versuchen, irgendwie zu erobern. Hier ist Mallorca. Also ist alles Mallorca, also. Palma. Ah, so, es ist eine der Inseln, Palma de Mallorca. Dann hätte ich jedenfalls auch Sicht auf den Golf von Lyon. Wir verlieren jetzt natürlich eine Unterzahl. Da kommen wir nicht durch. Man belagert halt die Burg. So, die sollten... Oh, ist das langsam da oben. Warum ist es am 23. September? Oh, da ist die ganz große. Gut, da können wir sie erstmal aussperren. Und einen ganz entspannten Teil runterspielen. Ach du Scheiße. Oh, die halten sich aber tapfer. Team Press gives Benefits, Punkte in allen Kategorien, sehr gut.
Ja, die fahren wir mal dahin, dann überrollen wir die. Okay, das ist übrigens verlustreich für sie. Achso, das kriegen wir selber hin. Wir vaccinieren unser Protektorat. Ich wollte doch nur das Jahr 1700 erreichen. Die kommen zu Weihnachten in Tirol an. Wow, das hat aber mal geklappt. Plus 2. Ja, okay, die würden Arguin, meine eine erste afrikanische Kolonie, nehmen, die ich ihnen irgendwann mal abgenommen habe.
hier geblieben. Ja, das hat im Computer nicht passiert, da habe ich irgendwas stehen lassen. Ja. Oh, das hat sich ein bisschen aufgehalten. Ich muss mal splitten hier. Ich spiele Katze und Maus mit mir. Ach ja, wir haben vor Ewigkeiten schon Armee. Mag hier nicht weiter kolonisieren mit denen in der Nähe. Ja, ich schicke da einen hin. Oh, die können wir dann vergnügen. Ah, große Schlacht verloren. Ja, auch noch bauen.
So. Ja, die Transporte sind jetzt alle entwischt. Ein paar schwere Schiffe. Ja, schon wieder weiter. Ich will die meinen immer mal anhängen, aber klappt halt nicht. Ich habe 137.000, aber ich kann die beiden noch dazu machen. Gucken wir, ob das verspätet an. Ja, machen wir es. Ah, und hier haben wir auch ein bisschen Erfolg wieder. Noch halbieren. Auf Schiffsjagd gehen im Mittelmeer. Bisschen schneller mache ich mal. Immerhin kämpfen wir von Anfang an mit 2 Sterne General. Dafür haben wir ein bisschen eine Flussüberquerung in Kauf genommen. Thank you.
Nee, da kommen nochmal 60.000. Schade, sonst hätte es gelangt. Viel Militärführer, habe ich hier Power Projection verloren? Das kann sein. Ja, genau. Rückzug. Ja, geht noch. Ah, kommen Sie wieder. Gut, da werfen sie uns ein paar zum Fraß vor. Ich glaube, das ist auch immer Glück, wenn die KI mal solche so geschickt spielt. Na gut, da haben wir ordentlich zugelegt. Ja, allmählich geht es. Das Gefühl, Frankreich geht doch schneller runter als wir. Die haben schon längst keine Manpower mehr. Wie kommt das denn? Ist die Strafe, weil die... Haben die gerade noch was anderes zu tun, wo sie furchtbar verlieren? Das überrascht mich, dass sie so wenig haben. Na dann...
Oh, die sind automatisch zum Rebellen unterdrücken hingelatscht. Nick, geh da mal helfen. Okay. Gern gesehen, der kleine Erfolg, Kapstadt belagert. Wir sind ja nicht so doof, wie die KI alle auf einen Haufen zu lassen, wo sie furchtbar viel Verschleiß erleiden. Das habe ich verpennt. Und noch rechtzeitig Verstärkung hingeschickt. Nein, wir geben euch nicht einfach Handelsmacht geschenkt. Fünf Tage noch. Komm schon. Ah, die blockieren hier meinen Durchfall. Okay, da stehen sie gut. Ja, das jetzt haut's hin. Boah, 40.000 Kanonen weg. Ja, jetzt bin ich insgesamt stärker. Frankreich auf 115.000 runter. Ja, wir können schon erste Forderungen stellen. Ja gut, aber da Frankreich jetzt keine Manpower mehr hat, bin ich wahrscheinlich auch nicht mehr. Ja genau, Frankreich rutscht hier schon ab auf Platz 3 in der Militärmacht. Wenn ich den Krieg noch ein bisschen in die Länge ziehen, vor allem hier, dann werde ich meinen Korridor halt direkt an Frankreich, auf Kosten von Frankreich hier vollenden, mein Grenzgebiet. Jo, so machen wir das beim nächsten Mal dann. Wünsche ich dann noch viel Spaß weiterhin. Bis zum nächsten Mal. Ciao.